So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Ja, die letzten Tage kam nichts, weil ich, also kein FIFA und kein das schwarze Auge Video, weil ich viel zu viel zu tun hatte mit Schule und so. Und darum geht's jetzt erst weiter. Das Video seht ihr morgen, also Samstag. Denn es ist Freitagabend, 19.26 Uhr und wir spielen die Partie Bayern München gegen St. Pauli. Oje. Können wir Robben draußen lassen? Können wir uns das erlauben? Wir können es auf jeden Fall. Oje, Bartstuber und Boateng sind gleich weit im Arsch. Dann packen wir mal Suarez raus und Mandzukic da rein. Aber sonst, ja, wir können ja Thiago, ne? Mit D vorne. Thiago können wir da rein tun. Ja, das war's. Robben lassen wir jetzt drin. Ja, Arjen Robben, ne? Aye. Der hat sich im Pokalspiel gegen den FC Augsburg ja richtig verletzt. Also, das, für alle, die es nicht gesehen haben, ich kann es mal kurz beschreiben. Bayern hat einen Angriff gespielt, er stand ganz knapp im Abseits. Alter, wann geht es weiter jetzt? Er stand ganz knapp im Abseits und hat, naja, hat irgendwie den Pfiff nicht gehört, was weiß ich. Auf jeden Fall ist er weiter aufs Tor zugelaufen. Der Torwart dachte, also hat er nach einem Interview gesagt, da hat sich erst gedacht, dass es Abseits ist, aber anscheinend, weil Robben weitergespielt hat, hat er gedacht, ja gut, jetzt gehst du mal hin, ist in, zu Robben hingegangen und hat ihn mit im gestreckten Bein umgeräumt und hat ihm dabei voll aufs Knie ja geschlagen. Also mit seinen Stollen. Ja, Draxler, durchsetzen. Oje. Ne? Wunderbar. Ja gut, haben wir. Und naja, daraufhin ist Robben erstmal liegen geblieben und ist dann auch so schnell nicht wieder aufgestanden. Der hat also eine tiefe Fleischwunde am Knie und oh, das war jetzt war sehr schön der Ball, die Balleroberung, aber nichts gebracht. Er hat eine tiefe Fleischwunde, fällt jetzt 6 Wochen aus. Also ist schlimmer als zuerst gedacht. Das ist recht scheiße, weil Robben jetzt gerade echt zu seiner besten Form aufgelaufen ist, die er ja jemals eigentlich hatte. Und dann sowas, ne? Oh, da kommt Mandzukic schon mal in Schussposition. Raus auf Thiago. Thiago, der drückt sich dadurch. Thiago, Latte, da ist Mandzukic 1-0. Sehr schön. Ein sehr schöner Torjubel auch von Mario Mandzukic. Ja. Der braucht da bloß noch abstauben, auch Thiagos Lattenschuss. Und schon steht's 1-0. Schön, ist auch wichtig, jetzt passt man auf, jetzt muss ich eigentlich. Oder? Nee. Ja, ich stell mal ein bisschen den Spießer und lauter. Kann ich ja nachher bei Bedarf wieder leiser stellen. Dann nachbearbeiten. Abseits, ja. Sehr schön. Da ja, wäre nämlich ein bisschen durch gewesen. Ja, und 6 Wochen ist jetzt ein bisschen scheiße, weil ein Robben damit die Club WM in Marokko ist sie? Oder nee. Wo ist sie? Marokko? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die verpasst er auf jeden Fall. Ja. Und so langsam wird die Verletztenbank bei Bayern auch immer größer. Wobei, ja, Thiago ist ja jetzt wieder zurückgekehrt. Martinez ist zurückgekehrt. Also, sie haben jetzt wieder auch adäquaten Ersatz. Ja, Robben. Also, hier zum Glück nicht verletzt. Da komme ich nirgends durch. Ja, Schweinsteiger kriegt den Ball auch noch so. Ja, Alaba. Na, abnehmen. Also jetzt nicht ihr sollt abnehmen, sondern ihr sollt dem Typen den Ball abnehmen. So, jetzt. Ja, sehr schön weitergespielt. Thiago auf Götze. Götze mit... Oh je, yeah, hätte ich auch laufen können, verdammt. Ich dachte jetzt... Auch der Torwart kommt raus und hab deshalb gleich mal auf Schuss gedrückt, aber
dem war nicht so. Und deshalb eine leichtfertig vergebene Chance. So, jetzt hier wieder Götze. Mandzukic dreht sich einmal um sich selbst. So, Robben. Ah Gott, ich werde hier gehalten. Thiago, ja. Übt auf jeden Fall Druck aus hier auf die Abwehr. Und wir haben den Ball. Alaba, Dante. Schweinsteiger. Dann steigen wir erstmal raus. Na, Götze, Götze wollte ich nicht. Ich wollte nicht zu Draxler, ja. Ja, Draxler, ne? Ja, aber die langen Bälle von St. Pauli, die können wir abfangen. Zumindest jetzt noch. So, dann zu Kitscher, blöder Pass. In den Lauf. Vor allem, weil er nicht in den Lauf kam. Wow, da geht Elki irgendwas. Oh, ein sehr schöner Pass, aber Neuer ist da. Neuer hat ihn. Ah, die Gefahr ist noch nicht gebannt. Das Ding ist noch heiß. Jo, oder wer das war? Und Schweinsteiger ist dann die Endstation für St. Pauli. So, Mandzukic, sehr schöner Pass auf Götze. Alter, ist der langsam mit dem Ball. Ja, Robben. Ja. Ja, da kann man ins Zentrum reinpassen. Mandzukic, sehr schöner Pass auf Außen. Ah, da kommt er nicht mehr ran. Ja, auch immer das war. So, Lahm. Wir haben aber den Ball wieder. Lahm, Schweinsteiger. Steiger, ach, will einen Haken schlagen, aber wird da abgeblockt. So, jetzt wieder Robben. Nein. Schweinsteiger. Draxler. Ah, St. Pauli wird vom eigenen Strafraum eingekesselt. Ja, jetzt haben sie Platz, ein bisschen. Ja, und was machen sie draus? Nichts machen sie draus. Rennen in Dante rennen. So, Thiago. Draxler. Robben. Ah. Was macht denn Robben da links? Ja, Mandzukic presst früh, aber hat nicht seinen gewünschten Effekt, dass die Gegner den Ball verlieren. So. Ja. Hier ist er. Okay, ich kann es nicht lesen. Kehring oder irgendwie sowas. Na, Robben. Thiago. Götze. Ah je, der Pass war blöd. Merke ich selber. Aber haben wir ihn? Nein, haben wir nicht. Ja, Robben verliert, der hat das Götze hat das Kopfball, ja gut, Götze. Wobei der auch Kopfball spielen kann, ne? So ist es ja nicht, so, Alaba. Will nach innen ziehen, verliert den Ball. Wo wir gerade bei Götze waren, der hat einen geilen Trick mal wieder gebracht gegen Augsburg im Pokal. Boah, der war schön, aber unerreichbar für Mandzukic. Ich wollte eigentlich als hohen Pass in den Lauf. Aber das ist irgendwie doch nicht so gekommen, wie er sein sollte. Oh, Mandzukic mit einem Ball gewinnen. Thiago. Ah, spielt nochmal den Pass auf Mandzukic, das wird nichts. So, Draxler. Draxler zieht in die Mitte, schließt ab und der Schuss wird geblockt. Jetzt Gegenzug von St. Pauli über Nöte. Kehring. Verzeiht mir, wenn ich den Spieler falsch ausspreche. Ich kann es aber hier nicht lesen bei der Auflösung. Ja, Dortmund spielt nicht. Sind nicht sogar schon rausgeflogen? Weiß ich jetzt gar nicht.